Schudels Food Stories wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl lohnt sich. Und Ahrvogelherber Mare. Mein Salz, mein Geschmack. Für das heutige Rezept bin ich stotzig unterwegs. Im Grunde genommen geht es nur um das eine. Gutes Essen. Denn die schönsten Rezepte und Geschichten schreibt das Leben selbst. Heute muss ich ein paar Schritte laufen. Bei der Weissenflut oben hat es ein Alphütchen mit einem Herd wie anno dazumal. Und so zieht es mich dort rauf. Hier geht das Bolzen gerade ins Loch ab. Da mag es nichts haben. Aber unten ist Steinbock schön, gemütlich. Um zu mittägeln. Wo kein Mensch kann stehen. Knapp unterhalb der Waldgrenze habe ich mein Ziel erreicht. Hier steht sie. Das Alpenkocheli. Cozy! Cozy! Das hat mich gebraucht. Nur da, einfach so muss sie. Ein Herd, wie er im Büchlein steht. Denkt. Heute machen wir ein Schnitzel. Das richtige Hüttenmenü. So. Jetzt lassen wir das ein bisschen arbeiten. Es gibt ein Rindsfilet Milanese. Geklepfte Herdöpfel und ein gerissenes Salätchen dazu. Als erstes tue ich einfach mal ein paar Herdöpfel über. Geklepfte Herdöpfel ist nichts anderes als verquetschte Herdöpfel mit etwas oben drauf. In diesem Fall mache ich ein Pesto mit Ei. Ein Handvoll Basilikum und etwa das doppelte Peterli, das ist die Basis. Sagen wir mal so 2-3 Stunden, bevor man es braucht, es machen. Und dann ist es wirklich so die Frische, weil das lebt ja auch von dem. Voilà. Knoblauch, ein Zehen längt lang. Ich kann einen guten halben nehmen. Aber da ich das heute für mich alleine habe, spielt es nicht so eine Rolle. Schön ausdampfen hier. Wenn ich von einem Schnitzel rede, hier in unserem Breitengrad, dann denke alle an das wunderbare Kalbschnitzel, Schweinschnitzel, paniert. Und das ist wunderbar. Aber wenn ich sage Milanese und dazu noch so ein bisschen denke, Südamerika, Argentinien, dann ist das eigentlich nichts anderes als ein Rindsfilet oder ein ganz gutes Stück vom Rind paniert und dann noch mit Käse gratiniert. So, nur das Bier ein bisschen fallen, so, das reicht schon, so zartes Fleisch. Muss man nicht reinschlagen. So. Dann so ein bisschen Panierbrot und für das 2 Eier.
Hanf gespürt hier. Und jetzt sind wir hier noch so. Ich tue immer gerne so ein bisschen Senf rein. Sicher für den Geschmack, kann sie so noch in Verbindung. Paniermehl. Und zwar nicht irgendein Paniermehl, sondern ja, so ein Panko-Paniermehl. Ich brauche noch im Asiatischen für so Gravette und so. Das ist extrem fluffy. Jetzt müssen wir die etwas würzen. Das ist echt das Einzige, wo wir jetzt so ein bisschen den Geschmack dran geben. Das ist der, ich sage jetzt mal, der Nachteil beim Panierten. Wenn es fertig paniert ist und serviert wird, kannst du eben auf Panade eigentlich nicht mehr viel tun. Dann muss echt vor der Panade passieren, dass du dort eine gute Grundwürze herbringst. So, und dann mit dem rüber. Man kann auch Mehl hier dran tun. Das gibt ihm eine dickere Kruste. Aber ich finde jetzt, bei so einem zarten Fleisch ist das fast wie schade, dass man nicht einen Panzer drumherum machen. Ein paniertes Filet-Schnitzel. Wir haben hier drei verschiedene Käse drin. Ein bisschen Gruyère, ein bisschen Freiburgerwascherin, ein bisschen Appenzeller. Dann können wir ein bisschen drauf flöckeln. Und dann reiben wir. Dann haben wir so eine moderne, eine verschiedene Textur. Dann nehmen wir das Eiweiß und das Eigelb voneinander. Eiweiß. Jetzt müssen wir es darunter mischen. Ganz eine schöne Struktur. So. Im Prinzip drücken wir sie einfach nur so mit der Handfläche drücken. Fertig. Das ist schon fast wie ein Kartoffelsalat, wenn du alles oben drauf tust. Nachher. Oder du kannst es natürlich auch ausbraten. Voilà, das ist genug. Ganz leicht salzen. Hier mega Pesto. Die müssen sich verteilen drauf, so wie ein Kartoffeli. Und das ist schon das Gericht für sich alleine eigentlich. Also das ist schon, da kannst du jetzt schon Vollgas geben. Dann können wir hier aufbrechen, das Eigelb so. Und das wirklich so ein bisschen oben drüber bröseln. Überall ein bisschen drauf. So, jetzt hast du hier eigentlich mega easy, eine super Beilage. Und schmeckt extrem gut. So kommt doch ein Herdöpfel plötzlich ganz anders daher. Gehen wir hinter die Salätli, Tomaten. Also schöne Tomaten, die ich gerne auch immer reissen, nicht schneiden. Also gerade für einen Salat. Es braucht nicht immer ein Messer. Gerade für einen Salat kann man es gut auch mal reissen. Auch das gibt sofort ganz ein anderes Erlebnis auf den Teller. So. Und das wäre unser Salätli. Nie geschnitten, alles gerissen. Zack, zack. Und mal hier einheizen. So. Und wenn das Filet ist, oder? Braucht es natürlich nicht so lange. Voilà. Und den Käse drauf. Geht einfach um den Geschmack. Wir müssen abdecken, dass wir keine Temperatur brauchen zum Schmelzen. Schöne Kruste. Und ich würde sagen, das ist doch ein richtiges Hüttenmenü. Schnitzel kennt jeder, aber so richtig Milanese. Mit Rindfleisch, überbacken mit so verschiedenen Käse. Das ist Next Level. Also unbedingt mal probieren. Super easy zu machen. Dazu ganz einfach ein knackiges Salätli und so ein bisschen Beilagen. Ein gequetschter Herdöpfel, wo du beide Weile laufen kannst. Easy. So geht Milanese. Schön im Hütli. Draussen fängt es an regnen. Im Grunde genommen geht es nur um das eine. Gutes Essen. Denn die schönsten Rezepte und Geschichten schreibt das Leben selbst.
Schudels Food Stories wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl lohnt sich. Und A. Vogelherber Mare. Mein Salz, mein Geschmack.